Dann rufe ich den Tagesordnungspunkt 8 auf, die zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung, Gesetz zu dem Staatsvertrag über die Hochschulzulassung und über die Zulassung zum Hochschulstudium in Hessen. Das sind die Drucksachen 1436 zu 1045, beide aus 20. Und ich bitte als Erstes Frau Eisenhardt zur Berichterstattung. Der Ausschuss für Wissenschaft und Kunst empfiehlt dem Plenum, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung anzunehmen. CDU, Bündnis 90 Die Grünen gegen AfD bei Enthaltung, SPD, Freie Demokraten, Die Linke. Danke, Frau Eisenhardt. Ich eröffne die Debatte. Vereinbart sind 5 Minuten. Und als Erstes hat sich Herr Scholz für die AfD-Fraktion gemeldet. Herr Scholz hat sich gemeldet, ist aber nicht im Raum. Oder? Ja, Leute, habt ihr kein Zuhause? Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Damen und Herren! Mit vorliegendem Gesetzentwurf beweist die Landesregierung erneut ihre Realitätsferne, auch in Bezug auf die Probleme an unseren Hochschulen und Universitäten. Der Hochschullehrerbund bescheinigt nämlich der Landesregierung, dass der vorliegende Gesetzentwurf wenig geeignet sei, eine nachhaltig qualitätszentrierte Ausbildung von Fachkräften zu ermöglichen. Diese gelte insbesondere im Hinblick auf gesellschaftlich und kulturell wichtige Studiengänge bzw. Inhalte, neue Technologien, Digitalisierung, Industrie 4.0 oder künstliche Intelligenz. Die Inhalte des Entwurfs legen lediglich formale Aspekte und Bedingungen fest, die allerdings in keiner Weise in der Hochschulrealität abgebildet werden. In der Anhörung am 24. Oktober verwies der Vorsitzende des Hochschullehrerverbundes, Herr Prof. Behler, darauf, dass die Praxisnähe z. B. an der Hochschule für angewandte Wissenschaften kleine Lerngruppen mit Teilnehmerzahlen im unteren zweistelligen Bereich erfordere. Tatsächlich aber würden Lehrveranstaltungen angeboten mit Teilnehmerzahlen bis in den unteren dreistelligen Bereich. Das läge ganz klar an einem Mangel an wissenschaftlichem Personal, um eine hinreichende Qualität von Lehre und Forschung zu gewährleisten, benötigt man die dreifache Menge. Es sei also in personeller als auch in sächlicher Hinsicht eine besorgniserregende Finanzierungslücke auszumachen. Die Schere zwischen den Regelungen des Gesetzentwurfs und den zu regelnden Verhältnissen vor Ort gehe vielmehr immer weiter auseinander. Sichtlich genervt unterbrach Herr May, wie jetzt auch, den Anzuhörenden, denn Kritik an ihrer Arbeit mag die Landesregierung gar nicht. Nun ja, wieder einmal wird klar, Realitätsverweigerung ist eine der Kernkompetenzen der schwarz-grünen Regierungskoalition. Herr Scholz, lassen Sie eine Zwischenfrage vor Abgott. Nein. Darum, meine Damen und Herren, brauchen wir schnellstens ein Gesetz, das endlich die Hochschulfinanzierung zielgerichtet verbessert. Darauf sollte sich die Landesregierung konzentrieren. Anstatt alles daran zu setzen, den ländlichen Raum auch für die Ansiedlung von Ärzten attraktiver zu gestalten, schafft die Landesregierung mit dem vorliegenden Gesetzentwurf Rahmenbedingungen zur Schaffung einer Landarztquote. Wird diese Landarztquote in Hessen wie geplant durchgesetzt, werden die in der Regel 18-jährigen Abiturienten mit schlechteren Abiturnoten in Knebelverträge getrieben, in denen sie sich verpflichten, nach ihrer 15-jährigen Ausbildung zum Facharzt eine Landarztpraxis zu übernehmen. Wer seine Lebensplanung ändert und doch nicht aufs Land will, kauft sich, sofern er vermögend ist, wie in Nordrhein-Westfalen, mit 250.000 € frei. Die anderen
verschulden sich, noch bevor sie einen einzigen Cent verdient haben. Einem solch unethischen Angebot werden sich zahlreiche angehende Ärzte durch Auswanderung entziehen und so den Ärztemangel im Ausland, aber nicht in Deutschland beseitigen. Das, meine Damen und Herren, ist mit der AfD nicht zu machen. Gelungen sind unter anderem die neuen Verfahrensgrundsätze zur Studienplatzvergabe, in denen außer der Abiturnote auch praktische und sozialkommunikative Fähigkeiten Berücksichtigung finden sollen. Jedoch fehlen hier ganz präzise Vorgaben, wie diese Kriterien zu kombinieren bzw. zu gewichten sind. Die Verlagerung dieses Problems auf die Hochschulen schafft nicht die erstrebenswerte Vergleichbarkeit der Entscheidungen über die Hochschulzulassungen innerhalb und zwischen den Bundesländern. Die vom Bundesverfassungsgericht angemahnte Vergleichbarkeit der Abiturnote in den einzelnen Ländern ist dadurch de facto nicht gegeben. Daher sind Chancenungerechtigkeiten bei der Zulassung zum Hochschulstudium bereits vorprogrammiert. Die Präsidentin der Philipps-Universität Marburg, Frau Prof. Krause, betonte in der Anhörung die Wichtigkeit des Beherrschens der deutschen Sprache, besonders für die Kommunikation zwischen Arzt und Patient. Der vorliegende Gesetzentwurf lässt jedoch jeglichen Ansatz vermissen, die deutsche Sprache an unseren Hochschulen zu fördern oder gar zu würdigen. Durch die leichtfertige Preisgabe der Wissenschaftssprache Deutsch wird der Verlust deutscher Kultur an unseren Hochschulen billigend in Kauf genommen. Daher wird sich die AfD einem weiteren Sinken des kulturellen Niveaus auch aufgrund der Vernachlässigung der deutschen Sprache an unseren Bildungseinrichtungen vehement entgegenstellen. Und ich komme zum Schluss. Aufgrund inhaltlicher sowie handwerklicher Mängel ist dieser Gesetzentwurf alles andere als eine Glanzleistung und wird von der AfD-Fraktion abgelehnt. In einem Zeugnis würde ich der Landesregierung lediglich attestieren, sie war stets bemüht. Vielen Dank. Danke, Herr Scholz. Für BÜNDNIS 90 die GRÜNEN hat sich Frau Eisenhardt zu Wort gemeldet. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, werter Kollege Scholz, dann würde in Ihrem Zeugnis wohl stehen, Sie waren zu spät und haben das Thema verfehlt. Mit der Zulassungsbeschränkung von Studiengängen greift der Staat in das grundgesetzliche Recht auf freie Berufswahl und das Recht auf freie Wahl der Ausbildungsstätte ein. Das Bundesverfassungsgericht hat deshalb die Eignung und damit auch den wahrscheinlichen Studienerfolg als wesentliches Kriterium für die Vergabe eines Studienplatzes herausgearbeitet. Am Ende hängt die Frage also, ob ich für ein Studium geeignet bin, davon ab, wie viele Kommilitoninnen und Kommilitonen mit ähnlichen messbaren Kriterien vor mir ein bestimmtes Studium bereits erfolgreich absolviert haben. Deshalb versucht das Zulassungssystem, möglichst valide die Ausgangsbedingungen für ein erfolgreiches Studium in messbare Kriterien zu fassen. Es sollte aber klar sein, dass das objektiv nie zu 100% gelingen kann. Abiturnote, Studierfähigkeitstest, Auswahlgespräche, Praktika, Vorbildung im Beruf – all diese Kriterien bilden immer nur zu einem Teil die Qualitäten derjenigen jungen Menschen ab, die sich um ein Studium bewerben. Deshalb finde ich es richtig, dass der vorliegende Gesetzentwurf innerhalb der Spielräume auf eines setzt, die Stärkung der Chancengleichheit durch möglichst große Quotenvielfalt. Durch die Freiheit der Quotengestaltung im Auswahlverfahren der Hochschulen, wie wir sie in Hessen umsetzen, werden die Hochschulen ermutigt, weiter standardisierte, valide Eignungstests und Auswahlverfahren zu entwickeln. Dies wurde in der Anhörung auch bekräftigt. So soll in Zukunft ermöglicht werden, die Bedeutung der Abiturnote weiter zu reduzieren. Insgesamt werden aber bereits jetzt bei der Vergabe von mindestens 70% der Studienplätze in den medizinischen Fächern Schulnoten unabhängige Kriterien berücksichtigt. Damit die Quotenvielfalt nicht zum Dschungel, sondern zur Chancenvielfalt wird,
stellt der Staatsvertrag das dialogorientierte Serviceverfahren auf eine umfassende Rechtsgrundlage. Wir setzen uns dafür ein, dass die Transparenz für die Studierenden bei der Umsetzung eine wichtige Rolle spielt. Lassen Sie mich nach den Äußerungen im letzten Plenum und im Ausschuss eines noch einmal klarstellen. Wir GRÜNE begrüßen die Erleichterung für Geflüchtete bei der Zulassung. Die Ausweitung der Auswahlkriterien für ausländische Bewerberinnen und Bewerber entsprechen auch dem Wunsch der Hochschulen. Wer beispielsweise in seinem Heimatland keine Universität hat, an der sie oder er Medizin studieren kann, ist in Hessen herzlich willkommen. Wir stehen für eine offene Hochschule, die für ein friedliches gesellschaftliches Zusammenleben forscht und in der Lehre Verantwortung von Wissenschaft für Gesellschaft vermittelt. Auch deshalb ist es mir wichtig, dass der Hochschulzugang bereits für eine gerechte und offene Hochschule steht. Mit der aktuellen Reform ändern wir nichts an den Prämissen des Kapazitäts- und Zulassungssystems, die ich eingangs auch kritisiert habe. Deshalb ist es wichtig, dass wir in Hessen auch an den anderen Rahmenbedingungen für das Studium in unseren Hochschulen arbeiten. Zu Recht haben es auch die Anzuhörenden, insbesondere die Studierenden, in beiden Anhörungen gesagt. Diese Verbesserungen stehen zwar nicht in diesem Gesetz, aber wir bringen sie auf den Weg. Wir wollen in Hessen Studieninteressierten auch einen Studienplatz anbieten können. Gemeinsam mit den Hochschulen setzen wir uns weiter für offene Studiengänge und gegen örtliche Zulassungsbeschränkungen ein. Damit dies gelingt, stärken wir die Hochschulen mit einem Mittelaufwuchs des Hochschulpakts von jährlich 4% und 300 neuen Professuren. Gerade in der Humanmedizin, wo Studienplätze besonders knapp sind, werden wir die Ausbildungskapazitäten erhöhen, indem wir die 135 Teilstudienplätze der Humanmedizin in Fulda in Vollstudienplätze umwandeln. Am Ende gehen die Verbesserung der Rahmenbedingungen des Studiums Hand in Hand mit den nötigen Reformen im Zulassungswesen und der Öffnung der Hochschulen. Der vorliegende Staatsvertrag geht dabei in die richtige Richtung. Er setzt ein verfassungskonformes Zulassungsverfahren um. Das Gesetz zum Staatsvertrag schöpft die Freiräume im Sinne der Chancengerechtigkeit aus. Deshalb bitte ich um Ihre Zustimmung. Vielen Dank. Vielen Dank. Das Wort hat der Abgeordnete Dr. Bartelt, CDU-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 19.12.17 forderte, den Zugang zum Medizinstudium neu zu regeln. Das Zulassungskriterium Abiturnote wurde bestätigt. Es müssen aber schulnotenunabhängige Kriterien verstärkt berücksichtigt werden. Die Wartezeit ist kein eignungsrelevanter Gesichtspunkt. Unter Berücksichtigung dieser Vorgaben wurde der Staatsvertrag am 6.12.18 beschlossen. Er beinhaltet im Wesentlichen die Quoten der Zulassungskriterien, 30% Abiturnotenbesten, 60% Auswahl durch die Hochschule und 10% völlig schulnotenunabhängige Eignungskriterien. Die Möglichkeit, eine Landarztquote rechtssicher einzuführen und schrittweise die Warteliste abzubauen. In der ersten Lesung war die Zulassung zu Humanmedizin, Zahnmedizin, Tiermedizin und Pharmazie über den Numerus Clausus ausführlich und kritisch beleuchtet. In den Auswahlverfahren der Hochschulen wird die Abiturnote immer noch viel zu stark gewichtet. In der Anhörung wurde von allen festgestellt, dass der Staatsvertrag eine deutliche Verbesserung gegenüber der bisherigen Situation ist. Die Hochschulvertreter legten dar, dass für die Auswahlgespräche zusätzliches Personal notwendig ist. Das ist für uns nachvollziehbar. Im Gespräch mit Bewerberinnen und Bewerbern werden Motivation, Information über das Studium, Kommunikationsfähigkeit und Belastungssituation eingeschätzt.
Das strukturierte Gespräch dauert etwa 30 Minuten. Ein beteiligter Hochschullehrer benötigt einschließlich Vor- und Nachbereitung etwa eine Stunde. Zudem ist zu beachten, dass zeitgleich die medizinischen Fakultäten die Reform der Ausbildung im Masterplan 2020 zu bewältigen haben. Der Staatsvertrag ermöglicht die Einführung einer Landarztquote auf der Ebene der Bundesländer. Hierzu sind Landesgesetze notwendig. Die Regierungsfraktionen wollen das und werden das angehen. Ich will nicht verschweigen, dass Vertreter der Ärztegewerkschaft und der Studierenden eine Landarztquote kritisch bewertet haben. Die vorgetragenen Argumente haben wir geprüft, sie konnten uns aber nur wenig überzeugen. Es wurde vorgetragen, Schwächen des ländlichen Raumes müssten zunächst durch Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur und des Internets angegangen werden. Es sind unseres Erachtens aber alle Strukturschwächen anzugehen. Und dazu gehört nicht zuletzt die ambulante medizinische Versorgung. Sämtliche Defizite stehen in einer wechselseitigen Beziehung zueinander. Und wir müssen Teufelskreise durchbrechen. Im Koalitionsvertrag von CDU und Bündnis 90 Die Grünen wird ein umfassendes, wohlüberlegtes Konzept zur Stärkung des ländlichen Raumes vorgelegt. Weiter wurde eingewandt, dass sich Studierende nach Abschluss aus der Verpflichtung im ländlichen Raum, ihren Beruf auszuüben, herauskaufen könnten. Diese Summe würde die Kosten eines Studiums im Ausland entsprechen. Es wurde ein Betrag von 250.000 € genannt. Man würde keine neuen Berufsanfänger für den ländlichen Raum gewinnen können. Das ist aber so nicht richtig. Die Summe entspricht allenfalls den Studienkosten in den Vereinigten Staaten, die in Europa sind deutlich geringer. Wir stellen uns der Debatte über eine Landarztquote. Wir werden die Diskussion führen. Wir werden aber auch entscheiden angesichts der großen Herausforderung des Mangels der medizinischen Versorgung im ländlichen Raum. Die Länder Nordrhein-Westfalen, Bayern, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein haben bereits eine Landarztquote beschlossen. Dort, wo Quoten festgelegt worden sind, betragen sie zwischen 5 und 10%. Wie bei uns in Hessen wird in 5 weiteren Ländern eine Debatte hierüber geführt. Dieser Staatsvertrag ist unseres Erachtens ein zielführender Beitrag. Ein zielführender Beitrag, endlich nach Jahrzehnten einen Konsens über das Zulassungsverfahren für das Medizinstudium zu schaffen, die nicht begründbaren Ausgaben für die Wartelisten abzubauen und eine Rechtssicherheit für eine Landesgesetzgebung für eine notwendige Landarztquote herzustellen. Wir werden deshalb dem Staatsvertrag zustimmen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollege Dr. Bartelt. Das Wort hat der Abg. Dr. Büge, FDP-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir hatten zu dem Thema Hochschulstaatsvertrag eine Anhörung. Und das Ziel einer Anhörung ist ja, man lernt etwas. Und das Interessante war dort, bei der Anhörung waren ja auch mehrere zugegen, auch die hier gesprochen haben. Bei der Anhörung gab es nahezu nur Kritik. Und was passiert? Was passiert? Die Koalition hält komplett an ihrem Entwurf, wie sie ihn davor vorgelegt hat, fest. Aber der Gesetzentwurf, der springt zu kurz. Er nutzt den vorhandenen Spielraum überhaupt nicht aus. Und dort, wo er einmal gestalten versucht, etwas zu tun, Thema Landarztquote, da geht er noch in die falsche Richtung. Deswegen, dieser Entwurf, der hier vorliegt, ist definitiv nicht zustimmungsfähig, meine Damen und Herren. Und, Herr Dr. Bartelt, wenn Sie gerade erwähnen, die Verbesserungen, die dort entsprechend drin sind, die auch gelobt worden sind, ja, da sind welche drin. Nur, Sie sollten auch dazu erwähnen, dass das Bundesverfassungsgericht gerade sozusagen Schritte uns empfohlen, nein, uns Stammbuch geschrieben hat, und wir setzen das um, was das Bundesverfassungsgericht sagt. Und das als Verdienst hier von Schwarz und Grün darzustellen, geht wirklich am Ziel vorbei, meine Damen und Herren.
Ansonsten geht es hier im Hauptpunkt um die Zulassung des Medizinstudiums. Wie gesagt, die Forderung des Bundesverfassungsgerichts umzusetzen, geschenkt mussten Sie tun, ist richtig, aber nicht Ihr Verdienst. Und die Stärkung der Auswahlverfahren, auch das ist richtig. Nur auch da sollten Sie sagen, das ist ja nicht auf hessischem Boden gewachsen. Das ist etwas, wo alle Bundesländer in die Richtung gehen. Und da haben Sie nichts in der speziellen Umsetzung, wo Sie das noch einmal an der Stelle stärken. Im Übrigen ein Punkt, den wir schon seit vielen Jahren sagen. Und was man an schlicht festhalten muss, mit dem Gesetz, das hier vorgelegt wurde, und auch das wurde ganz klar in der Anhörung gesagt, mit dem ist kein Problem gelöst zu dem Thema Landarzt. Denn da wäre nur eine einzige Möglichkeit, das zu lösen. Wir bräuchten einfach mehr Studienplätze, aber die schaffen Sie nicht. Deswegen, Sie schaffen die Möglichkeit einer Landarztquote. Und Sie haben ja sogar, Dr. Ball, hier angekündigt, die Koalitionsfraktionen würden ein solches Gesetz hier einbringen, und dann haben Sie sogar indikativ gesagt, Sie werden es umsetzen. Dann müssen Sie sich auch die Kritik vorhalten lassen, die Kritik, die in der Anhörung kam. Nämlich nicht nur, wie Sie sagen, von Ärztegewerkschaft. Nein, da kam von der Präsidentin der Universität Marburg, die gesagt hat, sie hätte sich abgestimmt und sie würde für alle Universitätspräsidenten sprechen. Sie sagten danach, dürfe nur noch der studieren oder dürfe der studieren dort drin, der sich im Wettbewerb nicht durchgesetzt hat. Was ist das denn für ein Zeichen? Jemand, der sich gerade im Wettbewerb nicht durchsetzt, den nehmen wir rein, und jemand, der sich im Wettbewerb durchsetzen würde, dem geben wir den Studienplatz nicht. Und der zweite Punkt, viel zu früh im Studium. Gleich zu Beginn des ersten Semesters soll der angehende Medizinstudent schon sagen, in welche Richtung er entsprechend gehen soll. Ob er Landarzt, ob er Facharzt zu einem bestimmten Bereich werden will, das ist viel zu früh. Wir müssen den jungen Menschen doch Gestaltungsmöglichkeiten geben. Und natürlich ist das, und das hat ja auch der Marburger Bund gesagt, am Ende Ihr Verfahren eine Alternative zu einem kostenpflichtigen Studium im Ausland. Denn wenn ich hier im Wettbewerb den Studienplatz nicht bekomme, dann kann ich genau das machen. Ich studiere hier, sage einfach, ich studiere auf Landarzt, und nachher, wenn ich das entsprechende Kleingeld habe, dann kaufe ich mich frei. Das ist kein sinnvoller Weg. Denn damit, mit einer solchen Landarztquote, damit schaden Sie den Studenten, den Studierenden. Denn Sie behandeln sie unfair. Sie behandeln sie nicht mehr gleich und nicht mehr nach Leistung und nach Eignung. Der erste Punkt. Und der zweite Punkt, und er ärgert mich fast noch mehr, Sie schaden auch den Patienten. Denn bei denen gehen Sie nicht mehr in erster Linie auf Qualität, sondern Sie sagen, ja, derjenige, der sich davor verpflichtet hat, aufs Land zu gehen, die bekommen nicht die besten Ärztinnen und Ärzte, sondern die, die sich selbst verpflichtet haben. Auch das, es ist ein Versuch, an den Symptomen das zu lindern, wo Sie in den Ursachen nicht rangehen. Genau das hat Frau Professor Krause, Präsidentin der Uni Marburg, gesagt, und genau das stimmt. Und dann muss ich auch sagen, was ich besonders schlimm finde, ist Ihre Reaktion auf die Anhörung. Sie haben, der CDU-Vertreter im Ausschuss hat gesagt, ja, anstatt etwas zu lernen, wir wollen in Zukunft die Angehörten dazu bringen, dass sie unsere Argumente übernehmen. Und die GRÜNEN haben eigentlich gar nichts dazu gesagt, so wie diese berühmten drei Affen, nicht sehen, nichts hören, nichts sagen, zu den Angehörten, zu diesen Punkten der Landarztquote eigentlich nichts. Nein, sehr geehrter Herr Bartelt, nichts. Die Angehörten sollen sie belehren, sie sollen etwas lernen von ihnen. Und das ist wichtig, alles andere ist eine Missachtung der Anhörung. Und Kollege Dr. Büger, Sie müssen dann langsam zum Schluss kommen. Ich komme zum Schluss. Deswegen, weil viel vom Bundesverfassungsgericht vorgegeben worden ist, werden wir nicht dagegen stimmen. Die hessischen Ergänzungen sind aber schlecht gemacht. Deswegen können wir nicht zustimmen. Wir werden uns enthalten. Aber das als letzten Satz. Wenn die Landarztquote wirklich kommen soll in einem Umsetzungsgesetz, dann werden wir garantiert dagegen stimmen. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Dr. Büger. Das Wort hat die Abg. Frau Dr. Sommer, SPD-Fraktion. Auf geht's. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Klar ist, das Urteil und der Handlungsdruck sind länger bekannt. Da hätte die Landesregierung bzw. das Ministerium früher aktiv werden können. Auf die Anhörung sollte eigentlich aus Zeitnot verzichtet werden. Aber angesichts eines nicht trivialen Themas haben wir gesagt, wir möchten gerne diejenigen, die etwas dazu zu sagen haben, auch zu Wort kommen lassen. Das war auch gut so, weil wir uns noch einmal intensiv austauschen konnten. In der ersten Lesung, Frau Eisenhardt, haben Sie mich korrigieren wollen, dass Hessen nicht unter den letzten Ländern ist, die den Staatsvertrag verhandeln.
Wir hatten mittlerweile hochschulpolitische Sprecherkonferenz, und man hat mir bestätigt, dass wir doch Schlusslicht mit dem Land Hessen sind, meine Damen und Herren. Und ja, meine Damen und Herren, wir wissen, dass es nur enge Grenzen gibt, im Staatsvertrag generell etwas zu ändern. Also, man kann nichts ändern an den Grundstrukturen, also z.B. bei der dort verankerten Abiturbestenquote. Das hätten die Länder eben vorher in der Hand haben können und regeln können. Hier in Hessen geht es darum, den Staatsvertrag umzusetzen und welche zusätzlichen Maßnahmen in das Gesetz verankert werden, um die Studienplatzvergabe zu verbessern und insgesamt Studierende und Hochschulen auch zu unterstützen. Hier ist der Gesetzentwurf der Landesregierung sparsam, einfach schwach, meine Damen und Herren. Nordrhein-Westfalen stellt Kriterien transparent dar, hat einen standardisierten Test für die Eignung als Landarzt eingeführt. Das wäre auch eine Überlegung für das Land Hessen, weil auch wir brauchen Hausärzte. Wir haben ja gerade schon gehört, dass die Landarztquote kontrovers diskutiert wurde, jedoch ohne Nennung einer anderen sinnvollen Lösung, um Landärzte zu gewinnen. Ich möchte Ihnen nur einmal mit auf den Weg geben. Erkundigen Sie sich einmal in Nordrhein-Westfalen. Die Quote läuft da gut. Die wollen sogar die Quote noch erhöhen, weil eine große Nachfrage vorhanden ist, meine Damen und Herren. Der Wunsch, der auch in der Stellungnahme immer wieder geäußert wurde, die Studienplätze zu erhöhen, die Allgemeinmedizin zu stärken und die Chance, den Fachkräftemangel von Ärzten zu begreifen, ihm entgegenzuwirken, verpasst die Landesregierung leider erneut, meine Damen und Herren. Dabei wurde im Koalitionsvertrag angekündigt, dass die Landesregierung Studienplätze in der Humanmedizin erhöhen will. Wann lösen Sie Ihr Versprechen endlich ein? Und dann nützt es nichts, die Teilzeitstudienplätze in Vollzeitstudienplätze umzuwandeln. Das reicht längst nicht. Angesichts der langen Ausbildung von Ärztinnen und Ärzten können wir nicht länger warten, zumal die Babyboomer-Generation aus dem Berufsleben in den nächsten Jahren scheiden wird. Die Ärztekammer spricht davon, dass bei zwei ausscheidenden Ärztinnen und Ärzten vier nachkommen müssen. Hier gibt es immensen Handlungsbedarf, meine Damen und Herren. Ich wüsste auch gern, ob mit dem Gesetz kapazitätsbestimmende Kriterien aufgerufen und geändert werden. Und wenn ja, wie werden die finanziert, das Personal, räumliche und sächliche Ressourcen? Denn schließlich erhöht man damit die Komplexität. Der Zeitaufwand erhöht sich. Dafür braucht man Personal. Und das muss eben auch bezahlt sein, meine Damen und Herren. Darauf gab es in der Anhörung keine Antwort. Auch auf weitere Fragestellungen wurde nicht eingegangen bzw. wurden nicht abschließend geklärt, wie z.B. sichergestellt wird, dass die Eignungskriterien gerecht, valide und evidenzbasiert sind. Deswegen fordern wir noch einmal eine wissenschaftliche Evaluierung, um dann auch festzustellen, ob wir das Ziel erreichen, nämlich ob wir geeignete Studierende finden, ob wir eine chancenoffene, eignungsbezogene Studienplatzvergabe und weniger Studienabbrüche erreichen, meine Damen und Herren. Neben der fehlenden Lösung, um mehr Ärzte, insbesondere Landärzte, zu gewinnen, wird im Gesetz auch nicht geregelt, wie die Aufgaben, die in den letzten Jahren bereits durch den Studentenaufwuchs zugenommen haben, aber auch das Verfahren, das weitere Kapazitätenbedarf bewältigt werden soll. Dies hinsichtlich der derzeit schlechten Abschneidens mit dem drittletzten Platz bei der Betreuungsrelation und einem mittleren Platz bei der Studienerfolgsquote im Bundesländervergleich zeigt, dass es eine bessere Unterstützung und Finanzierung, angemessene Personalkapazitäten bei gleichzeitiger Verringerung des Lehrdeputats braucht, meine Damen und Herren. Frau Kollegin, Sie müssen langsam zum Schluss kommen. Ein zusätzlicher Punkt. Die Uni hatte gesagt, auch aufgrund der Veranstaltung des Hessenfonds, dass es schön wäre, die Quote dort auszuweiten.
Und da ging es auch um die deutsche Sprache für den Patienten. Ich möchte Sie nur noch einmal darauf hinweisen, die Medizinersprache ist Latein, meine Damen und Herren. Insgesamt gibt es noch viele Aspekte, die nachgesteuert werden müssen. Der Staatsvertrag muss beschlossen werden. Da aber darüber hinaus keine Spielräume genutzt wurden, können wir uns nur erhalten und sind sehr gespannt auf die zukünftigen Erfolgsquoten. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Dr. Sommer. Jetzt kommt die Kollegin Janine Wissler. Es waren jetzt drei Doktor hintereinander. Denkt dran, Sternstunde der Promovierten. Du hast das Wort, bitte sehr. Ich würde hier dran arbeiten, aber ich glaube, ich komme nicht dazu. Herr Präsident, meine Damen und Herren. Ja, es gibt, das ist bereits gesagt worden, es gibt Regelungsbedarf in diesem Bereich, weil die Studienplatzvergabe teilweise verfassungswidrig ist und der Staatsvertrag regelt die Vergabe von bundesweit zulassungsbeschränkten Studiengängen. Und es ist bereits richtig gesagt worden, das ist natürlich ein Eingriff in das Recht auf freie Berufswahl. Und das muss man natürlich auch sagen, dass es ein Eingriff ist unter dem Vorzeichen eines Mangels, nämlich eines Mangels an Studienplätzen, dass es eben mehr Menschen gibt, die an einem Studium interessiert sind, als es ausfinanzierte Studienplätze gibt. Es ist richtig darauf hingewiesen worden, dass wir eine Anhörung hatten, in der ja eine ganze Reihe von kritischen Punkten genannt worden sind. Ich will die nur in aller Kürze. Das meiste ist ja auch schon gesagt worden. Ich will darauf hinweisen, dass die Hochschulen gesagt haben, dass natürlich ein zusätzliches Auswahlverfahren unabhängig von der Abiturnote auch mit einem höheren Aufwand verbunden ist, ein Aufwand, der den Hochschulen in dieser Form nicht finanziert wird. Wir haben natürlich eh schon die Situation, dass wir ein sich verschlechtertes Betreuungsverhältnis haben, dass wir auch im administrativen Bereich Personalengpässe haben. Und das ist natürlich eine Schwierigkeit, dass die Hochschulen natürlich gerade Auswahlgespräche ein enormer Aufwand sind. Ich will auch darauf hinweisen, dass es große Bedenken gibt, ob an der sozialen Selektivität dieses Bildungssystems, ob da die Auswahlgespräche ein Mittel sind, um die zu verringern, oder ganz im Gegenteil, ob die Auswahlgespräche nicht auch gerade hochgradig sozial selektiv wirken. Und ich will auch darauf hinweisen, das waren ja auch die Asten da in der Anhörung, dass natürlich Auswahlgespräche, die Bewerbungen an mehreren Hochschulen und das persönliche dort Vorsprechen natürlich auch einen ganz enormen Aufwand bedeutet für Studieninteressierte, sprich Schülerinnen und Schüler, die vielleicht durch die halbe Republik fahren müssen, was mit Zeit, mit Aufwand und mit Geld verbunden ist. Also da will ich darauf hinweisen, das war ein Kritikpunkt in der Anhörung. Viel diskutiert ist auch die Frage der Landarztquote. Auch hier gab es große Kritik. Und da kann ich meinen Vorrednern im Wesentlichen zustimmen. Es war der strittige Punkt gewesen. Wir halten die Landarztquote auch nicht für den richtigen Weg. Wir glauben nicht, dass man junge Menschen einfach verpflichten kann mit Strafzahlungsdrohung, dass sie Landärzte werden, sondern wir glauben, dass man da viel mehr im ländlichen Bereich tun muss, um attraktive Arbeitsbedingungen für Ärztinnen und Ärzte zu schaffen. Wir bräuchten medizinische Versorgungszentren und all das. Aber ich glaube, eine Landarztquote wird am Ende beim Symptom stehen bleiben, aber nicht die tieferen Ursachen, die wir haben für Arztmangel im ländlichen Raum bekämpfen, meine Damen und Herren. Und als Letztes möchte ich nur dem Versuch der AfD widersprechen, Frau Professor Krause, die Präsidentin der Uni Marburg, für ihre kruden Ausführungen in irgendeiner Form zu vereinnahmen. Der Frau Professor Krause hat das, also Frau Professor Krause hat ja deutlich gemacht, wie wichtig eine international vernetzte Wissenschaft ist. Und deswegen will ich an der Stelle auch noch einmal deutlich sagen, Wissenschaft, eine erfolgreiche Wissenschaft muss nationale und geistige Begrenzung überwinden und nicht die Grenzen hochziehen, wie das von hier gefordert wird, meine Damen und Herren. Und in diesem Sinne, ja, es gibt Regelungsbedarf, ja, es gibt ein paar Verbesserungen, es gibt aber auch viele Kritikpunkte. Ich habe die zum Teil aufgezählt. Und deswegen werden wir uns bei dem Staatsvertrag zur Hochschulzulassung werden wir uns der Stimme enthalten, weil wir ihn nicht ablehnen wollen, aber auch zu viele Kritikpunkte drin sind, um ihm zuzustimmen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Wissler. Das Wort hat die Wissenschaftsministerin Angela, bitte.
jeden Fall. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Wir beraten heute in zweiter Lesung das Gesetz zur Neuregelung der Medizinerzulassung. Es ist legitim, dass man, wenn man über das Gesetz nicht reden möchte, ein wenig mehr über die allgemeinen Rahmenbedingungen spricht. Ich versuche aber in meiner Rede stärker auf das Gesetz an sich sprechen zu kommen. Und ich nehme einmal wahr, dass angesichts der vielen Enthaltungen zu diesem Gesetz es ja nicht so schlecht sein kann, wie teilweise es in den Reden deutlich wurde. Und lassen Sie mich eines vorweg ganz deutlich sagen. Erstes Gebot dieses Staatsvertrages und der Ausführungsgesetz ist und muss sein, die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts umzusetzen und alle Fragestellungen, die sich hierauf im Verlauf des Prozesses bezogen haben, müssen immer wieder darauf zurückgeführt werden, was gibt das Bundesverfassungsgericht vor. Und hier hatte ich den Eindruck, dass der eine oder andere, insbesondere der AfD-Fraktion, das sich noch einmal hätte genauer anschauen müssen. Der zweite Aspekt sind die Spielräume des Landes bei der Gestaltung des Staatsvertrags. Und, Frau Sommer, genau da setzen wir an. Da, wo das Gericht, wo der Staatsvertrag es uns erlaubt, haben wir jeden Spielraum genutzt, die schulnotenunabhängige Auswahl zu stärken. Und genau da ist unsere hessische Handschrift, Frau Kollegin Sommer, zu spüren. Und ansonsten setzen wir sehr bewusst auf die Expertise der Hochschulen, weil das auch insbesondere deshalb so wichtig ist, weil das ein Prozess ist, bei dem sich auch bei dem einen oder anderen Kriterium sicherlich noch einmal etwas verändern wird in der Frage der Evaluation, in der Validierung dieser Kriterien. Das Verfassungsgericht gibt vor, dass neben der Abiturnote zwingend schulnotenunabhängige Auswahlkriterien zu berücksichtigen sind. Da ist das Gericht ganz eindeutig. Und wir sehen das auch auf keinen Fall als Einschränkung des Zugangs an. Da bin ich ganz froh, dass das mittlerweile nach der ersten Lesung sich relativiert hat, die Kritik. Denn hier ist aus meiner Sicht ein ganz erheblicher Beitrag zu mehr Chancengleichheit. Und die vielen unterschiedlichen Bildungsbiografien, die wir glücklicherweise in unseren Hochschulen haben, entsprechend besser zu berücksichtigen. Was bietet sich also an? Als solch ein schulnotenunabhängiges Kriterium, das sind zum einen die Studieneignungstests. Der Medizinertest ist der klassische, den viele auch entsprechend kennen. Denkbar sind auch Auswahlgespräche. Da wurde in der Anhörung tatsächlich darauf hingewiesen, dass das ein gewisses Risiko beinhaltet. Einen Moment, Frau Ministerin. Meine Damen und Herren, ich darf Sie doch bitten, auch zu später Stunde, meine Damen und Herren, Herr Kollege Schaus, alle, die angesprochen sind, Herr Kollege Dr. Wilken, auch zu später Stunde bitte ich Sie doch, der Ministerin zuzuhören. Ich bedanke mich, Herr Präsident. Über das Thema Auswahlgespräche haben wir in der Anhörung gesprochen. Und ganz klar ist, dass es kommt auf die Ausgestaltung von Auswahlgesprächen an. Wenn sie standardisiert sind, wenn sie valide sind, wenn sie evaluiert sind, dann sind sie entsprechend anzuwenden. Und genau das übergeben wir an die Hochschulen, denn die sind die Spezialisten hier drauf. Genauso bei der Frage, welche Kriterien angewandt werden. Auch da lassen wir den Hochschulen möglichst viel Freiheit, um dann auch im Prozess mit mehr Evaluation, die ja glücklicherweise im Auftrag auch gegeben worden sind, dann entsprechend auch nachzusteuern. Und, meine Damen und Herren, vielen Dank. Und, meine Damen und Herren, Herr Büger, Sie hatten gesagt, dass uns das Bundesverfassungsgericht einiges ins Stammbuch geschrieben hat. Ich möchte Ihnen noch einmal sagen, vielleicht sollten Sie sich noch einmal genau anschauen, was bisher denn Regel war. Denn das ist wirklich etwas Schönes. Unsere medizinführenden Hochschulen haben ja bereits viele von den geforderten Punkten des Bundesverfassungsgerichts schon längst erfüllt. Das heißt, Sie haben es schon entsprechend gemacht, dass neben dem Abitur mindestens ein schulnotenunabhängiges Kriterium gelten soll, wie zum Beispiel der Medizinertest oder die Berufserfahrung. Das heißt, das Bundesverfassungsgericht hat uns in weiten Teilen den Weg, den Hessen schon eingeschlagen hat, bestätigt, also insofern ins Stammbuch geschrieben. Herr Büger, das ist leider völlig fehl. Das andere, die Frage der Anhörung. Wir haben sehr frühzeitig die Hochschulen in diesen Prozess einbezogen. Erstens, weil wir die Expertise brauchen, und zweitens, weil wir wussten, dass es ein sehr enges zeitliches Verfahren wird und dass wir es nur schaffen, wenn wir von Anfang an die Hochschulen einbinden. Und an dieser Stelle möchte ich schon einmal sagen, Frau Sommer, es ist, glaube ich, durchaus ein
gemeinsam erprobtes Mittel, dass wir die Regierungsanhörung bei solchen Verfahren zur Verfügung stellen. Wir wollten ja auf keinen Fall eine Anhörung behindern, sondern wir haben Ihnen alle Informationen gegeben. Wir haben Ihnen auch gezeigt, welche Veränderungen wir nach der Regierungsanhörung entsprechend auch gefasst haben, hin zu dem Entwurf, der entsprechend dann ankam. Insofern war das sehr viel Transparenz und natürlich die Möglichkeit, genau diese Regierungsanhörung auch anzuschauen. Und insofern waren wir natürlich auch offen, als Sie gesagt haben, Sie wollen auch eine eigene Anhörung. Aber es hat gerade einen seltsamen Zungenschlag gehabt. Das würde ich gerne noch einmal korrigieren. Frau Ministerin, Sie sind so lieb und denken auch an die Redezeit. Die Redezeit und auch bezüglich der Frage des Zeitpunktes. Wir waren wirklich sehr schnell. Es gibt nur drei Länder, die schon entsprechend vorher ratifiziert haben. Und das waren meistens die, die wirklich nur ratifiziert haben und kein eigenes Hochschulzulassungsgesetz auf den Weg gebracht haben. Und einige dieser Bundesländer haben noch nicht einmal entsprechend Medizinstudienplätze. Insofern, wir waren schnell. Das war von der Frau Eisenhardt genauso richtig gesagt. Und lassen Sie mich jetzt nur noch zum Schluss etwas zur Landarztquote sagen. Darauf haben ja einige länger hier entsprechend die Redezeit verwandt. Noch einmal ganz deutlich, in diesem Gesetz wird die Grundlage gelegt durch den Staatsvertrag, dass man darüber reden kann, dass man es einführen kann, ja oder nein. Und wenn man es machen möchte, dann braucht es ein eigenes Gesetz. Und das ist entsprechend im Koalitionsvertrag vorgesehen, dass es eine Landarztquote geben soll. Aber in diesem Gesetz können wir nicht, kann kein anderes Bundesland hier die Landarztquote entsprechend reinbringen. Insofern wird das sicherlich eine Debatte, die uns auch noch die kommenden Monate und Jahre beschäftigen wird. Aber in diesem Gesetz brauchen wir diese Diskussion noch nicht führen, weil hier kann sie noch gar nicht geregelt werden. Nur die Option an sich, die ist hier drin geregelt, und das ist auch in Ordnung so. Und angesichts der Zeit möchte ich nur sagen, ich würde mich freuen über eine entsprechende Zustimmung zu diesem Gesetz. Sie ist aus meiner Sicht ist der Hochschulzulassungsvertrag ein größerer Beitrag zu mehr Chancengleichheit. Und wir werden ganz genau auf dem Weg jetzt schauen, wie wir den Prozess noch weiter optimieren können im Sinne der Auswahlkriterien, dass sie weiter valide und entsprechend aufgestellt wird, dass es evaluiert wird. Und da sind wir auf die Rückmeldung der Hochschulen und auch von Ihnen sehr gespannt. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Frau Ministerin. Keine weiteren Wortmeldungen mehr. Wir kommen zur Abstimmung über den Gesetzentwurf der Landesregierung in zweiter Lesung. Wer ihm seine Zustimmung gibt, bitte ich um das Handzeichen. Das ist CDU-Fraktion, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? Die AfD-Fraktion. Wer enthält sich? SPD, FDP und DIE LINKE. Damit ist dieser Gesetzentwurf in zweiter Lesung angenommen und zum Gesetz erhoben. Vielen Dank.